Servietchen und damit recht herzlich willkommen zurück. Jetzt hätte ich fast ohne Aufnahme weiter gespielt. Ups. Wir sind wieder. Feind am Boden! Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Neutralisierung mittels Präzisionsgewehr. Möglicher Weitschuss. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Oh ja, Alter. Ziehe mich zurück, Commander. Keine Munition? Jetzt machen wir euch fertig. Feinde! Das ist gut, Samara. Alles gut, wir schaffen das, Schnucki. Wir machen das. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Geschafft. Wir müssen hier weg, Shepard. Also gut. Weiter! Sie setzen nach. Weiter so. Eilung, Shepard. Sehr nice, Samara, sehr nice. Wiederhole. Shepard, hören Sie mich? Ich höre. Was ist Ihre derzeitige Position? Sie haben uns umzingelt. Wir kommen. Halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los. Versiegeln Sie die Tür. Ich bin einsatzbereit, Commander. Sehr gut. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Grants Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Ja, wir müssen ja die Tür halten, ne? Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard.
Alle anderen sollen sich hier einbunkern und ihnen den Rücken frei halten. Legion! Ich bin bereit, Commander. Bereit! Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns. Die bedrohen alles und jeden. Für diese Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Oh ja. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Praktisch sinnvoll, die große Waffe einzusetzen. Weil das hätte uns ganz schön einen Arsch kosten können. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Exakt. Ja.
Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Aber warum sehen dann die ganzen anderen Reaper aus wie Wenn die schon da, wenn der Zyklus sich schon übelst oft wiederholt hat, wie sehen dann Reaper alle aus, wie die Reaper halt aussehen? Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Reaper! Was glauben Sie, wie viele Menschen sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Die werden ja gar keinen mehr. Er lebt also noch nicht. Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde... Feinde im Anmarsch! Kontakt mit unteren Zielen. Notfallschilder aktiviert. Wir sind vor. Feind außer Gefecht. Haltet Shepard auf! Sie werden den Schmerz kennen, Dame Shepard. Na ja, aber oh! Wo ist der hin? Auf die Schleife schießen! Schilde sind ausgefallen! Neutralisiert Commander Shepard. Nö, lass mal. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Hey,
halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Bewegen Sie sich zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden überlasten und in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Eddie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und zu etwas Schrecklichem gemacht. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, Ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Shepard, Commander. Diese Anlage ist Datenmaterial. Sie hat keine inhärente ethische Ausrichtung. Ihre Zerstörung bringt keines der Opfer zurück. Aber sie zu behalten, verhindert vielleicht weitere. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Ja, du willst die Menschheit vor den Reapern schützen, ne? Aber wir wollen halt die gesamte Galaxie, ne? Wir wollen die ganze Galaxie vor den Reapern beschützen. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. Wir haben 10 Minuten, dann jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Zerreißen.
kaum noch. Fallschirm aktiviert. Alarm. Noch 6 Schüsse. Jetzt aber weg hier! Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Eier. Sie haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Shepard, es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben,
Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Ah ja. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe Sie gemacht. Ich habe Sie von den Toten zurückgebracht. Joker, Kanal abschalten. So, ne, dann war's ja mit Mass Effect 2 dann auch geschehen. Ich musste ein paar Mal ein bisschen was dazwischen schneiden jetzt am letzten Ende. Oh, das ging mir so auf den Sack mit diesem Soundproblem beim Aufnehmen, du. Aber es sollte alles drin sein. Die letzten zwei, drei Folgen. Ja, mal sehen dann, wie das ist. Muss ich jetzt erstmal schnibbeln. An sich, Mass Effect sowieso 1A. Super geil, ne? Also, eine Empfehlung für jeden Rollenspiel-Fetischisten, möchte ich sagen. Alles klar. Dann viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr selber spielt. Legendäre Edition hin oder her. Der erste Teil, ne, mit der Friese, war richtig geil. Zweiter Teil habe ich jetzt nicht so viel. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so zu laut. Ja, egal. Einfach geiles Spiel. Selber holen, selber spielen. Und dann habt ihr Spaß. Bis zu Mass Effect 3. Shepard will return. Na, aber sowas von. Macht's gut. Ich lasse das hier noch durchlaufen. Und dann. Ja. Ciao.